Hallo und willkommen zurück im Pokémon Center von Azuria City. Wo wir uns zuletzt geheilt hatten, um anschließend aufzubrechen. Aber jetzt gerade denke ich mir so, oh, gehe ich noch in den Shop. Ne? Kann ich noch schnell ein bisschen was einkaufen gehen? Kohle habe ich inzwischen wirklich zum Mäusemelken. Aber hier, ja, gibt es schon Hyperheiler für mich? Nee, dann brauche ich Paraheiler. 21, ja. Gegengift 21. Feuerheiler. Ja. 21. Wie viel Geld ich einfach hab. Supertränke, ja. 31. Pokebälle, ja. 99. Und damit habe ich auch schon alles, was ich brauche. Wie viel Geld ich einfach habe, das ist nicht zu fassen. Da-da-da-da-dum, da-da-dum. So, um jetzt im Spiel weiterzukommen, muss ich gucken, ob ich ein Pokémon dabei habe, das Blitz erlernen kann. Das wäre schon mal eine gute Idee, sonst muss ich mir nämlich einen neuen VN-Sklaven holen. Aber mein VM-Sklave Mauzi kann es lernen. Das ist schön. Danke, Mauzi. Ist auch das Einzige in meinem aktuellen Team, was das kann. Oh, Heuler brauchst du nicht mehr. Brauchst eigentlich gar nichts. Ich werde dich eh nie im Kampf einsetzen. Mauzi erlernte Blitz. Yeeha! Ne? Da gehen wir also hier lang weiter. Durch das Haus, wo eingebrochen wurde, wo die Leute einfach zu faul sind zum Aufräumen oder sie finden es so schön. Man weiß ja nie, was manche Leute schön finden heutzutage. So eine ausgeräumte Wohnung. Ach, Schatz, lass doch so stehen. Sieht besser aus als vorher. Ja, stimmt eigentlich, Schatz. Das machen wir. Man weiß es nicht. Vielleicht lief das Gespräch zwischen den beiden genauso ab. Wer weiß das schon? Ich hab Pokémon, lass uns kämpfen. Ja, Picknickerin Ingeborg. Bin der Ingeborg. Setz ruhig dein Dick rein. Und die Genauigkeit ist dahin. Sehr schön. Trotzdem werde ich Diktri hier nachher auswechseln. Es sei denn, sie setzt ein Pokémon ein, das schwach gegen Diktri ist. Woran ich allerdings noch nicht so ganz glaube. Knofensa, ja, das war ja klar. Dann kommt hier Zaubers nach vorne. Mir fällt gerade auf, ich habe inzwischen viel zu viele Flug-Pokémon. Ich habe inzwischen drei. Beziehungsweise es sind nicht unbedingt viel zu viele, aber es sollte keins mehr dazukommen. Da sollte ich mir was überlegen. Als nächstes wird Mirapla in den Kampf geschickt. Was wird Navik tun? Oh, der wird dem Mirapla auf den Sack hauen. Flügelschlag. Denn sonst kommt irgendwann einer meiner Rivalen mit dem Elektro-Pokémon daher und dann bin ich ganz schön. Ne? Schlecht dran. Sagen wir es mal so. Bin ich ganz schön schlecht dran. Sehe ich alt aus. So, hier noch ein Flügelschlag für das Knofensa. Tim, 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 das beißt ins Gras und Tauboss erreicht dadurch auch Level 37. Yeeha! Spieler besiegt Picknicker Ingeborg. Ich hab gewonnen. Richtig, das hab ich. Pokémon, tue ich mal Tauboss nach vorne. Sollte hier auf der Route eigentlich nicht so die Probleme kriegen und guck, ob sie nochmal kämpfen will. Ja! Kämpfen wir erneut? Dieses Mal bist du dran. Das klingt so, wie als hätte sie jetzt stärkere Pokémon. Hoffentlich geht keins von mir drauf, das wäre ganz schön ärgerlich. Ja, sie hat immer noch das gleiche Mirapla. Dann sind auch die anderen gleich. So ein Ärger. Aber was soll's, die Erfahrungspunkte können wir ja auch mitnehmen. Die nehmen wir einfach mit. Da wird nichts dran zu rütteln und zu schütteln. Knofensa wird vom Picknicker Ingeborg noch rein in den Kampf geschickt. Es wird auch wieder abgeschlachtet. Und zwar sehr effektiv. Tauboss erhält 324 weitere Erfahrungspunkte und es kommt wieder das Mirapla. Uhu. Los, Tauboss, Flügelschlag. Das ist sehr effektiv. Mirapla-Gegner wurde besiegt. Knofensa. Oh, ein Knofensa. Knofensa! Knofensa! Knofensa!
Und auch das ist besiegt. Ich glaube, das war's dann auch mit ihrem Pokémon. Damit habe ich alle weggeschlachtet. Spieler besiegt Picknicker Ingeborg. Ich habe gewonnen. Na, wir gewinnen 360 Pokédollar. Navik findet Aeroas. Navik packt das in irgendeine TM-Box. Das ist jetzt der Trainer, wo Zaubers gerade nicht gut ist, nehme ich an. Wanderer Jens setzt... Das ist ja mein Vorname. Na, du Flasche. Hier hast du einen Flügelschlag. Jetzt nenne ich den Wanderer Jens eine Flasche. Mein Namensvetter. Bin auch dumm wie Brot. Ah oh ja, dein Onix, ne? Da habe ich auch was für. Gott, meine jetzige Teamaufstellung ist so anfällig für so viele Pokémon. Auch Stein macht ein gutes Stück meines Teams einfach kaputt. Kann's nicht sein. Und Lehmschelle ist so schlecht. Lern doch mal Erdbeben, Diktri. Lern doch einfach mal Erdbeben. Und das Onix vom Gegner wurde besiegt. Dum da dum dum da dum dum da dum. 720 Pokédollar. So, gehen wir mal hier hoch und gucken, was hier ist. Dum 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 da da dum dum dum. Der Camper Chris schickt sein Fukano rein. Mann, ist das da ein Schwein. Aber man sollte auch nicht auf Teufel komm raus reimen. Da kommt nie was Gutes bei rum. Da kommt nie was Gutes bei rum. Fukano wurde besiegt. Taubos erhält 409 Erfahrungspunkte. Als nächstes wird der Glumanda einsetzen, das ich leider abschlachten muss. Es tut mir leid, Schnucki. Bitte verzeih mir. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn nicht, dann halt nicht. Oh, noch ein Käfer-Pokémon-Sammler. Au. Oh, seine Pokémon in ihren Kokons, also wieder einen Kokuna und... Au, oh, ein Bibor schon. Auf 19. Zwar schon Stärkeres gesehen, aber trotzdem ist das wenigstens mal ein Käfer-Sammler, der es auch entwickelt hat. Ein Volltreffer, das ist sehr effektiv. Bibor-Gegner wurde besiegt. So, und der hat noch ein Bibor. Also wenn der im Rückkampf stärkere Bibors hätte, dann würde ich mich da richtig drüber freuen. Ich werde auch gleich mit dem Kampffahnder da mal in der Ecke die beiden Trainer am Rückkampf fragen und gucken, was sie dann für Pokémon haben. Spieler besiegt Käfersammler Romeo. Das war reinste Zeitverschwendung. Ja. So hätte ich das auch mal betrachtet an deiner Stelle. Eine Wiese, neues Pokémon, 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 Radfratz habe ich schon. Das brauche ich nicht fangen. Nein, 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 Flügelschlag. Oh Gott, Ruckzuckhieb. Oh Gott, Ruckzuckhieb. Oh Gott, Ruckzuckhieb. Das war's fürs Radfratz. So. Ich hoffe doch, hier begegnen mir jetzt mal neue Pokémon. Sonst wäre das wieder einmal ätzend. Taubos setzt Flügelschlag ein. Sollte jetzt auch für Level 38 reichen. In der Tat. Ein Habitag. Davon habe ich schon eins. Yep. Los, Taubos Flügelschlag. Habitat gewählt, wurde besiegt. Taubos erhält 132 Erfahrungspunkte. Oh, es scheint hier wieder nichts Neues. Das ist ja ärgerlich. Ein Rettern. Davon habe ich noch keins. Wuhu. Das kann ich fangen. Aber alle meine Attacken töten es inzwischen.
glaube ich. Und da werfe ich einfach direkt einen Pokéball. Eins, zwei. Oh, hat sich befreit. Verteidigung von Tauber sinkt. Werfe ich nochmal einen Pokéball. Dam, da, da, dam. Und das wie setzt bis ein. Ein Volltreffer auch noch. Bodenlose Frechheit. Bodenlose Frechheit. Eins, zwei, drei. Und gefangen. Ja, ich habe einen Rettern auf Level 15 gefangen. Ohne ihm Schaden zu machen. Möchtest du Rettern? Nein. Dum, 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 dum. Und das kann und muss ich jetzt abschlachten. Da, 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 dum. Oh, ich glaube, seine Bibos sind dadurch jetzt nicht stärker geworden. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ne, noch immer die gleichen Level 19er Bibos. Bibo-Gegner wurde besiegt. Tauboss hält wieder schön viele Erfahrungspunkte. Und da kommt noch ein weiteres Bibo vom Käfersammler Romeo. Romeo, Romeo. Spieler besiegt Käfersammler Romeo. Was? Das war schon wieder die ganze Zeitverschwendung, in der Tat. Hat mein Mods inzwischen wieder ein Item? Ja. Ah, nur eine Beere. Menno. Oh, er hat nicht vergessen, dass ich mit diesen bezaubernden Pokémon unterwegs bin. Er erinnert sich an mich. Vielleicht hat er verbesserte Pokémon. Tucano hatte er beim letzten Mal schon. Ist das zwei Level stärker oder war es schon so? Ich glaube, es war schon so. Also keine Verbesserung. Vielleicht hat er ja gleich ein Glutexo. Kann nur mal wieder das Übliche sagen, und zwar, wir werden es erleben. Glumanda. Na schön. Und immer noch mehr Erfahrungspunkte als wilde Pokémon. Insofern war das auch keine Zeitverschwendung. Nur halt nicht ganz so effektiv wie erhofft. Dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum. So, wer begegnet mir, wenn ich hier unten lang gehe? Ein Wanderer. Tüktrü. Komm nach vorne, dein Typ ist gefragt. Ach, wie wäre es mit einem Kampf? Nie im Leben, du Versager. Na gut, doch. Eine Herausforderung vom Wanderer Lancelot, der einen Kleinstein besitzt. Los, Tüktrü. Im Kleinstein sollte ich mit Lebensschelle sehr schnell beikommen können. Okay, doch nicht ganz so schnell. Oh Gott. Das setzt Lehmsula ein, was macht das? Ach ja, die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. So ein Schwachsinn. Kleinstein wurde besiegt. Souverän. Und jetzt kommt noch ein Onyx, das nehme ich auch an. Aber da ja Lehmschelle eh nicht reichen wird, mache ich einfach den Schaufler. Das wird ja wohl dicke reichen. Ja, ja, probier nur deinen Steinwurf. Dum-di. Da-da-da-dum-di. Spieler besiegt, Wanderer Lancelot. Haha, ein fairer Kampf. Ich gewinne ein bisschen Geld. Von dem will ich eigentlich jetzt gerade keinen Rückkampf. Oh, ich habe nochmal einen Feuerheiler gefunden. Pokémon, Pokémon, ich möchte wieder Taubers vorne haben. Dann ist das bald Level 40. Dann kommen wieder andere nach vorne. So sieht der grandiose Plan aus. Und das ist wieder ein Käfersammler. Tadam dam. Was hast du zu bieten? Ein Raupi. Auf Level 20. Ja gut, der wird dann Raupi Saftkonsmetpo haben.
Das ist dann fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist sehr effektiv, Raupi-Gegner wurde besiegt. Oh, Hon Liu. Ist doch wohl ein schlechter Witz. Ach, Kinder, die geben doch kaum Erfahrungspunkte. Das ist sehr effektiv. Hon Liu-Gegner beißt ins Gras. Und noch ein Blutzug. Aber Blutzug hatte ich noch gar nicht gesehen. Insofern ist es interessant, aber ansonsten ist es auch nicht so umwerfend. Würde ich mich doch lieber mit dem O-Mod prügeln. Das ist nämlich die Entwicklung von Blutzug. Spieler besiegt Käfersammler Roland. Meine Käfer-Pokémon, bla 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 bla. So, hier links war glaube ich noch irgendwer. In der Tat. Er geht durch den Felstunnel nach Lavandia. So, so. Faszinierend. Das mache ich ja bestimmt nicht. Und ein Radfratz auf Level 19. So, zur Einstimmung, okay. Hier. Leb wohl. Was kommt nun? Ein Sandan. Okay. Leb wohl. Ach du meine Güte. Warum kann das Giftstachel? Das ergibt in meinen Augen sowas von keinen Sinn. Rettern, okay. Dem hau ich auch wieder auf den Sack. Da, jetzt kommt das Sandan. Oh, worüber kann ich denn jetzt mal reden? Jetzt gerade so, ich überlege gerade so, ob ich noch mal ein übergeordnetes Thema finde und benutzen kann. Mir fällt gerade kein sein, dann bleibe ich beim Spiel. Sandwirbel wird nichts, dank Adlerauge. Pech gehabt. Pech gehabt. Taubos erreicht Level 39. Und er lernt keine neue Attacke. Mit mir hast du dich in der Tat übernommen, mein Lieber. So, hier oben sind nur wilde Pokémon, die mich nicht interessieren. Da ist ein Wanderer. Mit dem ich mir einen Kampf gönne. Du hast keine Chance, nerviges Balk! Boah, ich bin ein Wanderer. Ich habe einen Kleinstein. 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 Das Kleinstein ist gerade ein Problem. Ach, gucken wir mal, wie viel das zieht. Einfach nur aus Neugier. Noch überraschend viel. Da reagiert auch das Kleinstein schlagartig. Reagiert das einfach schlagartig drauf mit einem Einigler. Das ist nicht sehr effektiv, aber Kleinstein beißt trotzdem ins Gras. Oh, noch ein Kleinstein, da wechsle ich mal das Pokémon in der Tat, ja. Und da kommt es. Und da ist es. Lehmschelle. Nicht sehr effektiv. Genauigkeit gefallen. Kann die alle nur ein Egler? So wird er aber nie gewinnen. Oh. Und noch ein Macholo. Und dagegen kann er wieder Taubos ran. Da ist das Macholo, ja. Und dem hau ich auf den Sack. Taubos erhält 376 Erfahrungspunkte. Was ist passiert? Du hast mir 720 Pokédollar gegeben, dankeschön. Da. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Mach ich das sofort, liebe Picknickerin. Ein Mautz, ich hab auch so eins. Ich liebe meinen Mautzi. Mautzi-Gegner beißt ins Gras. Taubos erhält viel zu wenig Erfahrungspunkte. Das war zu viel des Guten. Navi gehält 460 Pokédollar. Route 10.
Das ist eine neue Route. Oder wenn das Route 9 war. Ja, neue Route, neues Pokémon. Gucken, was wir hier finden. Ein Habitak, davon besitze ich schon eins. Aber kann das weg? Ich glaube, hier gab es Voltoballs. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig mega hyper duper sicher. Jetzt bin ich mir ganz hundertprozentig mega hyper duper sicher. Beutel, Pokéball. Bin ich des Wahnsinns dafür, das Zaubers draußen zu lassen? Klappt ja sowieso. Voltoball wurde gefangen. Für Voltoball wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ich möchte Voltoball keinen Spitznamen geben. Dankeschön. Erfrische deine Pokémon. Gerne doch. Willkommen im Pokémon Center. Wir halten deine Pokémon und machen sie wieder topfett. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Abhut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich bin verleitet, dass das Voltoball ein neues Teammitglied von mir wird. Aber erstmal werde ich nur hier das Rettern los, weil das wird's nicht. Okay. Dann, ich habe jetzt keinen Bock auf einen großen Trainingseinheit, die ich bräuchte, um Voltoball aufs gleiche Level zu bringen. Also, wenn Voltoball dazu kommt, kommt schwer. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Auch von Rocco. Dann bist du aber ganz schön schlecht. Ganz schön schlecht. Damit solltest du Rocco aber schlagen können. Und vor allen Dingen Misty. Was hast du gegen Misty gemacht? Was du gegen Major Bob verlierst, ist da klar. Ach nein. Ach nein. Dreckige Statik. Aha. Los, Flügelschlag. Hau es weg. Spieler besiegt Picnicayana. So, willst du direkt nochmal kämpfen? Ich bin erneut zu einer Pokémon-Arena gegangen. Ach ja, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Pikachu immer noch. Auch noch das gleiche Level. Dann sollte sie auch wieder verloren haben, nehme ich an. Zaubers ist paralysiert. Ja, wie will man auch gewinnen, wenn man einen Pikachu hat und gegen einen Flug-Pokémon Slam einsetzt? Wie will man da in einer Pokémon-Arena gewinnen? Man weiß es nicht so ganz, ne? Los, Zaubers, Flügelschlag! Pipi, Gegner wurde besiegt. Spieler besiegt Picnicayana. Doch schon wieder. So, heilen wir uns wieder schnell, weil Zaubers mit Paralyse, das muss nun echt nicht sein. Dum, 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 dum. Komm jederzeit wieder vorbei. So, für die Höhle selber würde es sich, glaube ich, für mich empfehlen, Dictry nach vorne zu tun. Ja. So, zerschneiden wir mal den Busch hier schnell. Hier gibt's sonst nichts mehr, ja dann. Felstunnel, Umleitung nach Lavandier. Ja, dann betreten wir diese Höhle doch, oder? Bis gleich.